Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands 3. Ich wollte mal gucken, wie wir da oben eventuell hinkommen könnten. Vielleicht, wenn wir da rüber springen. Weil da scheint zumindest Truhen noch zu sein. Ah, hier ging es ja, glaube ich, auch hoch, oder? Nee, war nur die eine Seite. Okay. Nehmen wir da gerade. War das eine Abkürzung? Ich glaube nicht. Obwohl, ja doch. Bis, ne? Komplett Orientierung verloren. Da geht's rüber. Da oben ist aber auch ein Dings. Ist, glaube ich, ein Teleportloch. Kommt man wahrscheinlich auch nur darüber hin, ja. Das sieht nicht so aus, als kämen wir hier irgendwie weiter. Gut. Bleib! Müsse. Das nehme wohl besser ich. Genau. Ja, da ist ein Teleport-Ding, aber hier ist halt nichts, wo das hinführen könnte. Hätten wir vielleicht noch rausspringen können. Mache ich das erleben mal gerade. Es ist Zeit zu kämpfen. Du scheinst ein bisschen verwirrt zu sein, wo du hin möchtest, ne? Kann das sein? Das ist halt unpraktisch. Seid ein bisschen zu mobil gerade. Scheint so. So. Ah ja, ich glaube, wir können es echt sparen, hier noch irgendwelches Zeug aufzunehmen. Das bringt halt nichts mehr. Das Geld dürfte dann auch reichen, dass wir dann die Dings komplett aus schaffieren nachher. Na gut, das ist halt Shotgun. Die haben wir halt schon. Ich will trotzdem mal gucken, können wir zurück? Ich glaube ja nicht. Das war zu... Oh. Weit, aber wir haben es überlebt. Ich hätte gerade gedacht, es gibt... Ja gut, Geld haben wir ja. Ich habe mein ganzes Geld flöten. Interessant, ich würde da gerne oben bleiben, bitte. Danke. Ist hier irgendwas Interessantes eigentlich? Ja. So, dann schauen wir mal, was da drin ist. Alles klar, das ist das Ding, wo ich hin wollte. Schatzsuche. Das ist ja auch ihr gutes Recht.
Ich lasse meine Wertsachen lieber irgendwo rumliegen, damit sie ein anderer finden kann. Mhm. So. Dann haben wir dieses Rätsel auch erstmal gelöst. Dann kommen wir natürlich auch etwas schneller hier wieder runter. Gut. So viel dazu. Sehr schön. Freut mich. Ja, da geben sich ja jetzt ganz neue Möglichkeiten mit dem Zeug, aber ich meine, verkehrt ist es ja auch nicht. Haben wir noch ein wenig dem Entdecker Erkundungsdrang frönen. Lass sie deine Wut hören. Oh, da bist du ja. Komm schon, geh weiter. Du hast mich fast. Naja. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Ja, gut ausgewichen. Ohne Blut kannst du nicht leben. Ist irgendwann vorgewagt? Tatsächlich. So. Mein Vieh kann ja ein bisschen aufpassen hier. Hey, die Waffen. Bitte hier oben lassen. So, wen haben wir den da? Okay. Ich muss sagen, die ist ja auch nicht schlecht, die Waffe. Vor allem, weil der wesentlich mehr Schaden macht. Je länger man drauf hält. So sieht's aus. Ich frage mich, ob wir da eh nochmal runterkommen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich schau hier mal noch eine Runde. So vorerst. Geht sogar auf. Nett. Will ich da unten noch gucken? Ich glaube nicht. Du kannst den Start nicht aufhalten, Kopfgeldjäger. Der Untergang kommt. Und ich bin die Einzige, die ihn kontrollieren kann. Haben wir das Geld trotzdem und es wird nur nicht angezeigt? Könnte halt irgendwie gut sein, dass einfach nur nicht mehr angezeigt wird, weil wir haben jetzt halt auch kein Geld verloren, als wir Munition nachgekauft haben. Munition? Ohne ist man einfach nur ein Weichei. Von daher machen wir einfach mal weiter. Wir hatten Zeug los.
Und dann gehen wir mal nach unten. Mal schauen, ob wir hier irgendwas aufhalten können. Hey, Quartiermeister. Ich erwarte, dass du dich um dieses Ärgernis kümmerst. Verstanden? Renze? Ziel anvisiert. Weiter, Sie Jungs. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Gut, hauen wir dich erstmal weg von den Socken. Der Eichenwolf kann auch mal weg. Jo, Schaden macht's auf jeden Fall, aber wir auch. Dieses Ende war dein Schicksal. So. Zumindest einige wertvolle Sachen hier mitgenommen. Dankeschön. Ja, mittlerweile machen wir halt so viel Elementarschaden, dass das eigentlich alles ganz gut funktioniert. Weil dann auch immer noch durchrennen können, denke ich mal. Um zu verwirren. Für Notfälle. Na gut, klopfen wir mal an. Es war noch Zeit, den Start zu verhindern und Rose zu finden. Wann hast du das denn gegessen? Schauen wir mal erstmal hier rein. Ja. Gut gemacht. Arctic Ripper. Hat leider nicht mehr Schaden. Dann nehmen wir sie mit zu verkaufen. Das haben wir schon. Okay. Im Vergleich. Was haben wir im Moment? Ich glaube, das Rote sowieso, ne? Dann wechseln wir das mal aus. Oder? Skill Trees. Ja. Ich habe mehr als genug Feuerkraft, um den Untergänger auszubrüten. Finde einen guten Aussichtspunkt, Revolverheld. Das willst du nicht verpassen. Startvorbereitungen abgeschlossen. Okay.
verziehen wir uns mal schnell. Einschlag in 3, 2, 1. So nah dran. Ich hab mich schon gefragt, wo ich die Hen habe. Ein Spalt im Himmel. Eine Wunde, wie sie Gehenna seit Generationen nicht mehr gefühlt hatte. Der Untergang war da. Oha. Fast verpasst. Hübsch. Juno, siehst du, was passiert ist? Oh, du meinst die fette Explosion, die den Himmel erleuchtete? Ja, hab ich gesehen. Komm hier jetzt zurück, wenn du kannst. Wir sammeln uns hier und reiten zum Untergang. Wir können Rose immer noch aufhalten. Wir reiten in den Untergang. Alles klar. Ja, wir theoretisch nochmal zurück könnten. Ich glaube, wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen. Ich will tatsächlich aber mal gerade die Gunst der Stunde nutzen. Erstmal Wächtermarken ausgeben. Ja, mehr kritischen Schaden bitte. Und dann gehen wir doch nochmal auf die Sanctuary zurück und ich werde mal das Geld in die letzten Level-Ups investieren, die mir noch fehlen. Einfach, dass es weg ist. Sonst hätte ich es dazwischen. Ich glaube, der DLC geht nicht mehr allzu lange, aber dann haben wir das zumindest alles mal erledigt. Von daher machen wir das jetzt gerade noch. Ich glaube, weiter kommen wir dann eh nicht mehr großartig. Aber da wir hier jetzt eh erstmal wieder schnell reisen müssen, nutze ich es mal aus. Wir schauen mal kurz bei Markus nochmal vorbei. Geht ja schnell. Vielleicht hat er auch irgendwie coole Waffen, aber das, ich glaube nicht, dass wir irgendwas finden, was das hier jetzt verbessern würde. Komm her, Mädchen. Oder da irgendwie mit halten könnte. Ist das Ding an? Test, Test. Hey, Kammerjäger, wir haben eine Gelegenheit für dich. Das willst du nicht verpassen. So, wir geben Geld aus. Mehr habe ich nicht. Wie gesagt, das Letzte, was wir hier noch haben. Mit dem Upgrade kannst du mehr Sachen tragen. Munition, Zack. Was immer du willst. Mhm. Okay, und so schnell sind es 100 Billionen weg. Interessant. Komm her, Nachtspalter. Umarme mich. Haben wir echt noch einiges zu suchen. Okay. Es anzustarren ändert nichts am Preis. Mehr braucht man nicht. Auch nicht, nicht schlecht, aber ich glaube, nee, da können wir erstmal nichts mit anfangen. Alles klar. Ich werde versuchen, den Kammerjäger zu kontrollieren. Vorerst, tu, was ich verlange. Ja, ja, es funktioniert. Genau. Das funktioniert. Brauchst mehr Platz, also kauf das endlich. Wir haben noch mehr als. Das kann ich mir nicht leisten. Wir haben doch 15.000. Oh, 15 Millionen statt 7 Millionen. Gepriesen sei dein Name, beschütze mein Heim. Hey, hallo. Okay, dann halt nicht. Alles klar. Ja, das war's dann hier soweit. Gehen wir nochmal nach Gehenna zurück. Direkt in die Stadt rein. Geht hier noch irgendwas ab? Erstmal nicht, wie es scheint. Na gut, nächste Folge reden wir mit Juno. Mal gucken, was sie zu erzählen hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin.
Macht's gut und ciao, ciao.